zur vierten Folge Flausch und Plausch. Ich melde mich von draußen von kalten minus 9 Grad. Ich könnte jetzt auch im Warmen sitzen und häkeln oder stricken, aber ich habe mich dazu entschieden, mit den Ladies spazieren zu gehen. Da ist der Kopf. Gratulieren und füttern. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann melde ich mich nochmal mit dem Wolkenteil. Bis dann. Ciao, ciao. Kräutelchen. Komm auf den Weg. Komm. Ich glaube, der Cordula ist sehr kalt. Die verliert nämlich ihr Winterfell. Komm runter. Aber es soll jetzt wärmer werden. Das ist voll der Unterschied. Die Cordula ist voll dünn und die kleine Coco ist doppelt so dick. Doppelt so dick. Sag mal hallo. Finde ich ganz süß. Kuhratze. Das ist ein Pferdeleckerli. Guck mal. Du lebst für... Da ist es. Guck mal hier. Du lebst für Pferdeleckerlis, Coco. Nein, nicht der Stein. Kusaba, lecker, lecker. Cordel, du musst hier runter. Komm. Ja, das zu. Das Wald. Komm. Komm. Wir gehen bei das Geburtstagskind. Auf. Sonst ist es dunkel, bis wir da sind. Da kommt sogar die Sonne ein bisschen. Kordel! Also die sind stur als Esel. So, jetzt sind wir angekommen und die essen schon ihren Geburtstagsheuballen. Und heute hat Geburtstag, komm mal hier, der süße Mann hier, der Timmy. Ich habe auch schon ein Bild auf Instagram gepostet zu dem Timmy. Der Timmy wird heute nämlich 3 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag, du Süßer. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, den geht gut hier. Ist nur ein bisschen Wasser eingefroren. Aber die haben schön Stroh in ihrem Häuschen. Das klappt schon. Soll jetzt auch wieder wärmer werden. Sagst du nochmal Hallo? Timmy? Ich hab noch, willst du noch ein Pferdeleckerli? Ich glaube, man hört gar nichts. Komm mal. Die Rinder sind eben schon hier runtergerannt. Die freuen sich richtig, die Schäfchen noch mal zu sehen. So, jetzt geht aber gleich wirklich rein. Willkommen zurück. So, jetzt kommt der wollige Teil endlich. Nachdem ich jetzt fast eine Stunde lang nochmal ausgemistet habe, weil da gesehen hat, wie sauber die Tieren. Und ich jetzt ein bisschen durchgefahren bin, habe ich jetzt schon im kalten Esszimmer, weil immer noch keine Heizung dran ist, Kaffee getrunken und habe mich jetzt oben in mein zukünftiges Arbeitszimmer verkrümelt und drehe jetzt hier nochmal ein Video und dann endlich heim warm duschen. Ich freue mich. Genau. Heute mal ein bisschen im Grün. Mit Blumenmuster. Also ich habe auf Instagram schon ein paar coole Tipps gekriegt, wie ich die umrahmen könnte, die Muster. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich ja cool fände, wenn man das irgendwie mit was einpinseln könnte, mit so einer Trägerflüssigkeit und das dann auf, ja, weiß ich nicht, Papier oder Holz irgendwie zu drucken, dass das Muster von der Wand quasi da drauf geht und hängt das dann als Bild an die Wand. Mal gucken. Genau. So. Ich fange an mit meinem gestrickten. Mein super Schal in der, wie habe ich den genannt? Popel-Dingsbums-Mensch? Popelmonster?
Puppelbert, glaube ich, habe ich den genannt, genau. Jetzt mal, wenn ich jetzt hier filmen muss, die blöde Schale da mit mir rumtragen, die voll schwer ist, weil der Faden halt aus der Nase kommt und ich nicht abschneiden wollte deswegen. Genau. Da ist mein Schal drin, den ich glatt rechts stricke, glaube ich. Also wenn ich in der vorderen Reihe Vorder- und Rückreihe rechts stricke, ist er dann glatt rechts gestrickt oder kraus rechts? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Genau. Das war übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt, eine Wolle von Boudinette, die Lola heißt. Und ja, die ist halt in so einem Kamelfarben und hat lauter so ja, dickere Stellen in so einem Ocker-Terrakotta-Ton und Weiß. Und ja, ich bin immer noch sehr zufrieden. Da, wo der Fortschrittsmarke war, war ich letztes Mal. Das bisschen habe ich dran gestrickt, sogar heute Morgen beim Frühstücken noch 3 Reihen dabei gestrickt. Und das geht ganz gut eigentlich. Ich habe noch vorgehabt, ein anderes Tuch zu machen, ein Dreieckstuch zu stricken. Jetzt habe ich auch eine einfache Anleitung gefunden auf YouTube. Nur bin ich so doof dafür. Und ich habe irgendwie zu wenige Stricknadeln. Also ich habe so ein Dreier-Set, die Symphonie von Knitbro oder so, habe ich in 6, 7 und 8 mm, so ein Dreier-Set. Ich habe aber sonst keinen. Ich habe noch eine von Adi in 4 mm und eine in 3 mm, die hat aber nur ganz kurzes Seil. Die gehen noch und sonst habe ich so ganz uralte Rundstricknadeln von meiner Oma. Das ist grausam, das Seil. Also da kann man auch ein Stahlseil benutzen. Ja, irgendwie muss ich mal noch ein paar kaufen. Jetzt habe ich eine super Idee gehabt. Und zwar habe ich ja so ein Problem mit linken Maschen, dass mir die immer flöten gehen. Jetzt kam ich auf die tolle Idee, ich könnte doch. Beziehungsweise gibt ja auch die Symphonie, glaube ich, als tunesische Ergonade. Oder auf jeden Fall Schraub- oder Klicksysteme mit tunesischen Nadeln. Wenn ich jetzt da 2 tunesische Häkchen. Alles klar, da war mein Stativ weg. So, hier bin ich wieder. Mein Stativ hat sich gerade verabschiedet und mein Handy ist runtergefallen. Ich brauche irgendwie mein neues. Das im Stehen wäre es jetzt auch schon mal runtergefallen, in der Scheune. Handy hat aber überlebt, zum Glück. Genau, so. Wo war ich bei tunesischen Häkelnadeln? Also ich mache an beide Enden von dem Klicksystem, wie auch immer, Schraubsystem, eine tunesische Häkelnadel dran und stricke damit ganz normal. Und wenn ich eine linke Masche mache, müsste ich ja, hoffe ich, durch die Häkelnadel den Faden besser greifen können. Und kann somit vielleicht meine erste linke Masche stricken. Ich werde das ausprobieren. Ich melde mich, wenn das funktioniert hat, wende dann auch. Genau. So. Der Schal. Habe ich eben überhaupt von dem Dreieckstuch erzählt? Genau. Ja, ich kann mich halt nicht dazu entschließen, ob ich jetzt ein Tuch mache mit Zunahmen. Fange quasi mit 3 Maschen an und mache dann hoch bis fertig, oder ob ich ganz viele Maschen anschlag und mache Abnahmen. Abnahmen sind, glaube ich, einfacher, oder? Zunahmen habe ich auch hingekriegt, aber irgendwie war das verwirrend mit eine Randmasche, eine Überheben, eine rechte Masche, eine Zunahme, die von vorne und von hinten, also die rechts und rechts verschränkt gestrickt wird. Naja, Übung macht den Meister, ne? Machen wir schnell mit etwas Häkeligem weiter, das flutscht echt besser. Und zwar habe ich ein neues Projekt, und zwar den
Wie heißt er? Das Duinentuch, genau. Oder Duinenschal, wie auch immer. Von Morgan Designs. Und zwar habe ich mir eine Wikipedia Colors dafür ausgesucht. Die heißt Kandavan oder so. Ist dreifeldig, 750 Meter. Ist, glaube ich, mehr als ich für das Tuch brauchen werde. In der Mitte in so einem Gelb, dann geht es über zu Gelb-Braun, Braun und so einem Beige-Ton. Häkel ich mit Nadelstärke 4 und bin bis jetzt so weit. Also die Form wird auch wieder sehr speziell, wie die meisten Tücher von der Designerin. Wäre dann schon mein drittes von der Designerin. Ich habe hier gerade den Lizard-Schal an, den ich selbst gemacht habe. Und ich besitze noch das Adlotia, das ich geschenkt gekriegt habe von der lieben Steffi. Also geschenkt gekriegt und fertig gemacht. Ne? Ich habe schon was dafür getan noch ein bisschen. Genau, so weit bin ich bis jetzt. Also das hier ist wirklich viel einfacher, als man denkt. Mit dem Anfang hatte ich Probleme. Mit Anfängen habe ich generell nicht so, also die verstehe ich irgendwie nie. Da musste man dann halt irgendwie, keine Ahnung, 4 Maschen, dann 5 Maschen, dann 2 in einer. Was ich nicht bei der Anleitung verstehe, ich weiß ja nicht, wenn das schon mal jemand gemacht hat, könnt ihr mir mal schreiben. Und zwar habe ich an den Zunahmestellen hier in der Reihe, wo so ein Lochmuster ist, muss ich immer ein Stäbchen in eine Masche. Kann man das sehen? Hier ein Stäbchen in eine Masche, das nächste Stäbchen in die nächste Masche, 2 Luftmaschen und dann kommen 2 Stäbchen in eine Masche. Warum nicht auf der anderen Seite auch? Verstehe ich nicht. Geht aber auch von den Maschen, von daher ist mir das wurscht. Genau. Das wäre das. Ein Projekt, von dem ich letztes Mal noch so schön gesagt habe, dass das nicht mehr fertig wird im Winter. Da habe ich auch weiter dran gemacht. Und zwar mein RVO, den ich jetzt mal hier verwirren muss. Entwirren, verwirrt ist er schon. Genau, ich habe, da habe ich gar keine Marke, doch habe ich eine Marke. Da ist auch der Marke, den habe ich heute gesucht. Eine Mieterkatze im Mond. Thema Mond, da müssen wir noch drüber reden gleich. Hier war ich, dann habe ich ein Bündchen gemacht mit 2 vorderen und 2 hinteren Reliefstäbchen. Und ein bisschen Ärmel. Also ist jetzt schon so Capri-Größe. Die Marker, weiß ich nicht so genau, was die zu bedeuten haben. Aber ich glaube, da habe ich auch einen Namen gemacht. Möglichst an derselben Stelle, die eigentlich hier unterm Arm sein sollte. Dass man die nachher nicht sieht, die Maschen. Und jetzt bin ich schon in der Mitte vom Ärmel. Macht auch keinen Sinn. Sieht man aber auch nicht. Ja, weil so ein bisschen enger hätte ich den vorne schon, glaube ich. Und jetzt habe ich immer mal so anprobiert. Nehme ich halt immer so ein bisschen ab und lasse die Marker drin und mache das an der anderen Seite ungefähr an der gleichen Stelle. Das sollte doch funktionieren. Da muss ich mir noch einen Kragen überlegen. Beziehungsweise, also wenn ich keinen Rollkragen will, wie mache ich da überhaupt einen Kragen dran? Dass er nicht so darum fludert. Wenn ich ihn jetzt anziehe, ist das schon ein bisschen sehr schulterfrei. Ja. Mal gucken, vielleicht wird der doch noch fertig. Nur weil jetzt meteorologischer Frühlingsanfang ist, heißt das ja, oder Sommeranfang, ich glaube Frühlingsanfang, heißt ja nicht, dass nächste Woche schon 20 Grad sind.
Ganz im Gegenteil. Wir hatten nämlich gestern minus 14 Grad. Das ist super, wenn man dann den ganzen Tag im Nassen und im Kalten steht. Da freuen sich die Nieren und die Hände. Vor allem in Gummistiefeln mit Stahlkappe. Sicherheit ist gewährleistet, aber man denkt nach 3 Stunden, die Füße sind schon tot. Genau. Dann zu allerletzt habe ich noch ein sehr uralt UFO. Da arbeite ich jetzt schon fast 2 Jahre dran, glaube ich. Naja, so sagen wir mal, ein halbes Jahr habe ich relativ regelmäßig daran gearbeitet und der Rest hat nur rumgelegen. War auch schon ein bisschen verstaubt, die Wolle, muss ich mal absaugen heute. Die Knäule, 2 Riesen-Oschis, einmal in so einem Burgunder-Rot, Weinrot und ein Braun, sind 700 Gramm, glaube ich. Keine Ahnung, die ist schon so alt. Und die habe ich in irgendeinem Hotdog auch schon mal gezeigt. Die habe ich zu einer Granny-Decke verarbeitet. Die kriege ich hier noch auf Bild wahrscheinlich mit. Das eine Ecke, das die andere. Und einfach aus der Mitte raus. Da habe ich braun angefangen. Genau. Und habe dann einfach jede Runde einmal gewechselt. Habe dann hier mal eine Reihe Stäbchen in Rot gemacht. Habe dann da 2 Reihen Stäbchen in Rot gemacht. Dann häkel ich jetzt, habe ich mir vorgeholt, wieder so ein Stück. Und mache dann nochmal so eine rote Reihe mit 3 Runden. Dass das immer ein bisschen dicker wird nach außen. Jetzt ist die ja schon, also zum Zudecken, so würde ich die schon von der Breite her reichen. Jetzt habe ich mir überlegt, mache ich die jetzt weiter, bis die Knäuel aufgebraucht sind. Da kann ich die auch als Teppichboden benutzen, glaube ich. Oder lasse ich das jetzt so und mache dann den ganzen Spaß hier nochmal mit dem Rest von der Wolle und häkel das einfach zusammen. Dann hätte ich auch eine Decke. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich auch gerne weitermachen. Ich würde schon gerne wissen, wie groß das wird mit so 2 Riesenknäulen. Also das ist so ein, keine Ahnung, wie Big Mama hieß die so? Ich weiß nicht. Aber da reicht halt irgendwie ein Knäuel für einen Pulli. Ah, nicht hier die war von Gründel. Gründel Big Mama. Müsste dasselbe sein, nur eine andere Firma. Und ich fand die Knäuel, man weiß es nicht, war größer als das andere. Mal schauen. Mein Licht geht aus, ich muss mal. So. Die ist erst aufgeladen, der Baustrahler. Lampe. Diebe. Das Reden ist halt nicht so mein Ding, ich bin ein bisschen eingefroren. Aber die Mädels hatten Spaß. Endlich mal wieder. Cordula hat ein bisschen gefroren, weil die ihr Winterfell schon verliert. Und jetzt hat die aber im Stall immer so geschwitzt, wo es noch nicht so warm war. Nicht so warm und nicht so kalt. Weil ich wegen Zugluft die Stalltüren überall zugemacht habe, dann ist halt alles beschlagen. Die hat total geschwitzt mit dem Winterfell. Dann habe ich überlegt, die zu scheren. Dann hatte ich aber keine Zeit und jetzt verliert die Winterfell von selbst. Und jetzt waren minus 14 Grad. Dass selbst im Stall sind die Wassereimer von den Eseln gefroren. Naja. Nächstes Jahr kriegt sie eine Kuhdecke. Also, wenn jemand nichts zu tun hat, häkelt mir doch mal eine Kuhdecke. Am besten so aus einer normalen Schafswolle, die filzt. Hatte ich auch schon mal vor. Mal gucken, vielleicht komme ich dazu. Ich habe nämlich ein Stäbchen Webrahmen, heißt das so? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Da habe ich mal Satteltaschen mitgemacht, aus so Filzwolle, die man so zu kaufen kriegt, im Knäuel, die man dann einfach in die Waschmaschine schmeißen muss und dann ist die gefilzt. Habe ich mal schöne Satteltaschen gemacht für die Esel.
die dann zerfressen wurden von Mäusen. Und ich hatte die erst, glaube ich, dreimal benutzt. Ja, das war ein bisschen schade, aber die habe ich auch mit dem Stäbchenleben gemacht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich das noch anders nutzen sollte. Damit kann man auch Taschen machen, aber ich trage jetzt nicht so viele Taschen. Mal gucken. Also so ein Teppich könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe ja genug Wollknäule da draußen rumlaufen. Wenn die geschoren werden, vielleicht verarbeite ich doch mal die Wolle. Mach die, weiß ich noch nicht, wie irgendwie zu einem Kammzug und arbeite dann in das Stäbchenwebrahmen-Dings ein und könnte so vielleicht so einen Teppich machen oder so eine, für so eine Zeltbank-Garnitur so eine Auflage, dass man ein bisschen weicher sitzt und wärmer. Mal schauen, Stuhlkissen. Ich bin ja sehr kreativ, mal schauen. Genau. Dann bin ich mit dem Wolligen auch schon durch. Ist dafür, dass ich nicht so viel Zeit hatte, eigentlich relativ viel. Jetzt noch zum Thema Mond. Viele Frauen werden das Problem kennen. Einmal im Monat, ich menstruiere fast. Ich bin nämlich ein Mensch, der monstruiert. Das heißt, einmal im Monat. Bin unglaublich krantig innerhalb von 4 Tagen. Ich habe Hunger wie Sau. Sagst du irgendwas Falsches zu mir? Ich flippe komplett aus. Ich werde richtig zu Diva. Da bringt auch kein Snickers was. Ja. Und ich will einfach eigentlich da nur in meinem Zimmer sein und alles dunkel machen, Musik auf die Ohren und Welt aus. Da hört wirklich der Spaß auf bei Vollmond. Ich fange auch gefühlt an zu heulen. Auf jeden Fall im Kopf. Und würde am liebsten alles zerschlagen. Ja, das ist mein kleines Problem. Einmal im Monat. Ich kann mit euch fühlen. Also zum Glück blute ich nicht. Zum Glück blutet auch niemand anderes. Das ist doch sehr von Vorteil. Ja. Und alle die Leute, was ich ja immer wieder höre, die sagen, ja, man bildet sich halt alles nur einmal im Mond. Also ich merke daran, dass ich schlecht schlafe und stelle dann im Nachhinein erst fest, auch wenn ich tagelang schlechte Laune hatte, ah, war ja Vollmond. Also bei mir ist es egal, ob ich den Mond sehe oder nicht sehe, ob ich weiß, dass Vollmond ist oder nicht. Man merkt das. Auch andere Leute merken das dann an mir. Und wir haben gerade Vollmond. Aber ich reiße mich zusammen für das Video. Ich bin eigentlich ganz gut drauf. Eigentlich aber auch nicht. Ja. Naja. Ist bald vorbei. Das dauert meistens so 3 bis 4 Tage. Je nachdem. Wir hatten letztens ja mal Blutmond. Da hat ein bisschen länger gedauert. Ja, und dann wäre ich eigentlich durch für heute. Wenn ich noch Bilder finden sollte, die ich die Woche über so gemacht habe, von den Tieren oder vom Haus, hänge ich die hinten an. Dass eigentlich nicht so viel passiert. Also ich habe heute ein bisschen Boden abgeschliffen im Schlafzimmer. Und die Küchentür sauber gemacht und eingebaut. Dann war ich noch Futter holen für die Tiere. Ja, war die Runde spazieren, habe Stall fertig gemacht. Packe jetzt mein Zeug und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und lass den Mund in Ruhe. Wie war das mit dem Mond? Jetzt habe ich gerade mein Zeug zusammengepackt, bin aus der Haustür rausgegangen, belade mein Auto und stelle fest, ich habe mich ausgesperrt. Mond, ich hasse dich.